Greifswald. 62.000 Einwohner, 1.200 Flüchtlinge. Als die Stadt eine Unterkunft mit 500 weiteren Betten bauen will, eskaliert die Lage. Vor dem Rathaus Proteste und Parolen, wie man sie früher vor Mauerfall hörte. Wir sind das Volk! Wir sind das Volk! Heute scheint das Gegenteil gewünscht. Wir bekommen eine massenhafte, illegale, unkontrollierte Armutszuwanderung. In unser Sozialsystem, aber nicht in unsere Gesellschaft! Etwa 500 Menschen sind gekommen, um sauer zu sein. Auf die da oben in Berlin. Auf die Kommunalpolitik, auf die Flüchtlinge und überhaupt auf alles, was stört. Selbst wenn es nicht stimmt. Hier ist nur Korruption, Raub, Plünderung, Nötigung und Erpressung. Sie können doch nicht 500 oder 450 Männer da einquartieren. Was meinen Sie, was da nachts auf der Straße los ist? Wir müssen uns doch nichts vormachen. Ist nicht genug in Deutschland passiert? Sind nicht genug Leute abgestochen worden? Das ist das Letzte, was hier abgeht. Wir wollen endlich leben können, normal leben können, dass ich sagen kann, wenn ich die Augen zumache, ich habe wieder vernünftig gelebt und ich konnte mir was leisten. Und dass das gerade nicht geht, daran sind die Geflüchteten schuld? Bitte? Dass das gerade nicht geht, daran sind die Geflüchteten schuld? Die Geflüchteten sollen in ihr Land gehen, sollen das machen, was meine Eltern gemacht haben. Sie sollen ihr Land aufbauen, sollen sie hingehen und nicht abhauen. Was denken Sie denn, was sind das für Menschen, die dann hierher kommen? Es interessiert mich nicht, ich möchte mich nicht weiter mit Ihnen unterhalten. Sie kriegen mich nicht überzeugt und ich Sie offensichtlich auch nicht. Und ich bin nach wie vor dagegen, dass wir so viele Migranten hier reinkriegen. Doch so schnell gibt sich der zuständige Oberbürgermeister nicht geschlagen. Statt nach einer großen, sucht er nur nach mehreren kleinen Unterkünften. Aus guten Gründen. Das größte Problem für den Wirtschaftsstandort Ostdeutschland ist der absehbare Arbeitskräftemangel. Und gleichzeitig machen wir uns hauptsächlich Gedanken, wie wir Menschen, die jetzt schon zu uns kommen, wieder loswerden. Das heißt, wir müssen eine ganz andere Debatte führen. Debattieren kommt für die Gegenseite nicht in Frage. Sobald Fassbinder auftaucht, wie hier vorm ursprünglich geplanten Standort des Containerdorfs, gibt es Gegenwind. Spießrutenlauf durchs Volk. Eine Zumutung für den gewählten Vertreter. Also ich habe grundsätzlich überhaupt kein Verständnis dafür, wenn sich Attacken gegen Menschen richten in unserer Demokratie. Egal ob gegen den Landrat, gegen mich oder gegen ehrenamtliche Bürgerschaftsmitglieder oder auch gegen vielleicht engagierte Menschen, die anderen Menschen helfen, sich einsetzen. Das ist strikt abzulehnen, das ist eine Gefahr für unsere Demokratie und das darf nicht passieren. Lügenpresse, Lügenpresse, Lügenpresse. Ach stimmt, fast vergessen. Die Medien, die sind an allem schuld. Richtige Rüpel. Sie schubsen uns! Lassen Sie uns in Frieden! Was ist denn Ihr Problem? Ihr habt euch geknettet! Die mediale Berichterstattung ist das Problem. Was ist das Problem? Letzte Meldung. Bürgermeister Fassbinder hat eine Drohbotschaft zur Anzeige gebracht. Rostock, Mecklenburg-Vorpommern. Für dieses Jahr erwartet die Stadt deutlich mehr Flüchtlinge. Und da die bisherigen Plätze nicht reichen, soll neben dem bereits vorhandenen Containerdorf ein Wohnschiff genutzt, eine Sporthalle umfunktioniert und im Osthafen eine weitere Containersiedlung auf einer Wiese gebaut werden. Am Donnerstag lädt die Stadt zur Infoveranstaltung. Gekommen sind Bürger mit nachvollziehbaren Ängsten und Amtsträger mit unlösbaren Aufgaben. Rostocks Oberbürgermeisterin Kröger und Sozialsenator Bockhahn, wegen einer Corona-Infektion nur zugeschaltet, stellen sich der Diskussion. Ich finde es ziemlich frech zu sagen, so von wegen, so wir planen langfristig keine Hauruck-Aktion, aber Ende nächster Woche ist die Sporthalle zu. 80% unseres Vereins besteht aus Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren und denen wird ihre Sportheimat gerade mal weggenommen. Wir haben keine Alternativen. Aber Gott verdamme ich, kann das, was in der Welt passiert, nicht ständig auf den Schultern unserer Kinder ausgetragen werden? Das funktioniert beim besten Willen nicht. Wir sind ja nicht nur hier, um sie mit den Tatsachen zu konfrontieren oder um ehrlich und transparent zu sein, sondern tatsächlich sitzen wir auch hier, weil wir um ihr Verständnis bitten. Wir bitten um ihr Verständnis und vor allem um ihr Vertrauen. Ich weiß, dass das schwierig ist, dass wir uns diese Entscheidung überhaupt nicht leicht machen. Und dass es in Zukunft noch schwerer wird, macht dann der Senator klar.
Wir müssen also davon ausgehen, dass die Hanse- und Universitätsstadt Rostock im Jahr 2023 in etwa 1000 Asylsuchende zugewiesen bekommt. In diese Zahl nicht eingerechnet sind weitere Kriegsgeflüchtete aus der Ukraine. Diese würden zusätzlich zu diesem Kontingent berechnet werden. Allmählich kippt die Stimmung im Saal und aus Sorge wird bei vielen Ärger. Diese Kriminellen, die sich bei uns... Ja, nein, nein. Es ist, wenn einer die Presse gelesen hat, dann wird er gesehen haben, dass diese auch so bezeichnet werden. Schauen Sie, das ist legitim, dass Sie das so sehen. Ich habe da ausdrücklich ein anderes Weltbild. Ich glaube, dass jemand, dessen Asylantrag abgelehnt worden ist, noch lange kein Krimineller ist. Der Zustrom, der übrigens im Wesentlichen illegal ist, nicht gesetzmäßig ist, sollte Herr Böckmann auch wissen, der wird nicht abreißen. Und der Versuch, diesen Zustrom hier in Rostock zu bewältigen, der gleicht dem Versuch, aus einem Feuerwehrschlauch zu trinken. Der Ausländeranteil liegt in Rostock übrigens bei gut 9%. Ein Schlusslicht im Vergleich zu anderen Städten. Oft sind es die kleinen Orte, die die größten Probleme haben. In Kriebetal sorgen 12 minderjährige Flüchtlinge für Unmut. Zuständig ist Dirk Neubauer, Landrat von Mittelsachsen. Seit dem Anstieg der Migrationszahlen ist der parteilose Politiker im Dauereinsatz, angetrieben von Tatsachen, die in seiner Heimat nicht so wirklich gut ankommen. Wir müssen uns mit der Realität auseinandersetzen, dass Migration uns die nächsten Jahrzehnte begleiten wird. Egal, wie man dazu steht, da muss man sich einfach nur diese Welt geopolitisch, Klimaentwicklung, alles, was dort mit reinspielt, sich ansehen. Dann wird man feststellen, dass in den nächsten Jahren und Jahrzehnten Millionen Menschen sich in Bewegung befinden. Aber wie hoch müsste denn ein Zaun sein, um das aufzuhalten, was ich da gerade skizziert habe? Wäre es nicht klüger und auch humanistischer, wenn wir uns jetzt Gedanken machen, wie wir künftig damit umgehen? In Kriebetal hat sich über ein Drittel der Einwohner gegen das Flüchtlingsheim ausgesprochen. Das ist der Ort, der so ein Problem hat, so Flüchtlinge aufzunehmen, oder? Ja. Ja. Das ist so. Um die Volksseele zu beruhigen, trifft sich der Landrat heute mit Sachsens Sozialministerin Köpping und der örtlichen Bürgermeisterin Euchler. Vor allem gegen sie richtet sich die Wut der Kriebetaler Bürger. Anfeindungen an meine Person gab es im Moment nur online, in Portalen oder in Medien. Zum Teil auch mal persönlich, dass ein Bürger kommt und kannst du noch nachts schlafen mit dem all, was du jetzt machst und sowas. Das gibt es schon. Ich kann mir aber früh immer noch in den Spiegel gucken mit den Entscheidungen, die ich treffe und die ich mache. Da stehe ich auch dazu. Die Bürgermeisterinnen und Bürgermeister, die müssen geschützt sein. Aber es braucht schnelle Verfahren. Es braucht schnelle Integration in Arbeit. Es braucht einen klaren Umgang mit kriminell gewordenen Geflüchteten. Diese Fragen müssen geklärt werden, damit Akzeptanz vor Ort steigt. Und das ist eine Grundfrage, die Bürgermeister am Ende austragen müssen. Und deswegen verstehe ich das auch, wenn man da sehr skeptisch gegenübersteht und noch Ängste hat. Und natürlich am Ende sogar Bedrohungssituationen. Köpping weiß, wovon sie redet. Sie hat selbst schon Fackelmärsche vor der eigenen Haustür erlebt. Seither ist ihr Arbeitsalltag ein anderer. Es gab Zeiten, da wusste man nicht so richtig, wer Sozialminister oder Sozialministerin ist. Heute erkennen Sie das am Begleitschutz. Und das kann ja nicht der richtige Weg sein. Aber Bedrohungslagen herzustellen, Menschen Hass auszusetzen, weil sie anders denken oder einen anderen Pfad oder vielleicht auch eine Weisungsaufgabe umsetzen, das ist nicht der richtige Weg. Und das ist etwas, das müssen wir gesellschaftlich dringend korrigieren. Wir leben in so einer merkwürdigen Zeit, wo das alles legitim erscheint und wo jeder glaubt, nur wenn er laut genug brüllt, hat er dann auch irgendwann recht. Freitagabend in Kriebetal. Von Flüchtlingen keine Spur. Aber ihre Gegner sind schon da. Die Kleinstpartei Freie Sachsen hat zur Demo aufgerufen. Gekommen sind nicht viele. Ich mit euch rede, ich gehe wo. Warum? Sind Sie jetzt extra angereist hier? Was, verstehen Sie an? Ich rede mit euch eigentlich nicht. Darf ich Sie mal fragen, warum Sie heute hier sind? Können Sie nicht, gehen Sie weg. Sind Sie hier aus dem Ort? Ich habe Ihnen gesagt, ich gebe Ihnen keine Antwort. Gehen Sie weg. Was haben Sie gegen die 12 Jugendlichen, die hier im Ort sind? Ich habe gesagt, gehen Sie zu uns zum Pressesprecher, wir antworten nicht.
Bitte? Wir antworten nicht einzig zu unserem Pressesprecher. Aber Sie können doch sagen, warum Sie heute hierher gekommen sind, oder? Unser Pressesprecher sagt das. Wenn die Frau nicht sagen möchte, dann müssen Sie es doch akzeptieren, oder? Was haben Sie denn gegen die 12 Jugendlichen, die hier im Ort sind? Ich habe nichts gegen die persönlich, aber ich finde es einfach nicht gut, dass die hier sind. Warum? Weil es eine ganz kleine Gemeinde ist und die Bürger, die Leute hier einfach nicht haben wollen, weil die ganz kleine, die haben keine Infrastruktur hier, die haben hier nichts zum Einkaufen, hier gibt es glaube ich nur einen Fleischer. Das ist doch ganz klar, dass es dann irgendwann vielleicht zu Straftaten kommt. Das ist doch ganz klar. Wie viele Kriebetaler sind denn heute hier auf diesem Platz? Da müssen Sie die Kriebetaler fragen. Ich habe jetzt mindestens 5 gesehen. Ein Sechster steht am Rand und hat auch so seine eigene Meinung. Wie finden Sie, dass die jugendlichen Flüchtlinge jetzt hier sind? Also ich heiße sie nicht willkommen. Warum? Wir brauchen das nicht. Ich habe nichts gegen Hilfe bei Naturkatastrophen, sonst irgendwas. Ne? Aber Wohlstandsflüchtlinge, das muss nicht sein. Und dann geht's los, im Gleichschritt durch Kriebetal, mit einer klaren Botschaft. Cottbus, Brandenburg. Etwa 1,5% der Einwohner sind Neuankömmlinge. Klingt wenig, trotzdem sind die Kapazitäten fast erschöpft. Vor der Stadthalle erwarten die Bürger heute hohen Besuch aus Berlin. Für einige ist eher wohl die Ursache allen Übels. Wir sind ängstlich und pleite und warten auf den Tod, denn wir knabbern am Leben sowie am Gnadenbrot. In Cottbus liegt die SPD knapp vor der AfD. Waffen an die Ukraine, steigende Flüchtlingszahlen. Scholz hat hier schlechte Karten. Die Parolen einfach. Die Argumente und Fakten irgendwo zwischen panisch und bockig. Wenn Baerbock dasteht und sagt, wir werden nicht 100, wir werden nicht 1000, wir werden nicht 10.000, wir werden 8 bis 10 Millionen Ukrainer bei uns aufnehmen. Aber die hat vergessen, dass 800.000 Wohnungen in Deutschland fehlen und dass 300.000 ausreisepflichtige Flüchtlinge vorhanden sind, die nicht rausgehen. Das müssen wir mal sehen. Und wo will diese Frau, die so intelligent, diese Trampolinspringerin, wo will die denn die 8 Millionen unterbringen? Es kommen noch mehr. Die Leute, wir werden rausgeschmissen aus unseren Häusern. So sieht's doch aus. Es ist doch scheiße, was hier passiert. Es sind ja mittlerweile weniger Flüchtlinge, die aus der Not oder aus der politischen Situation heraus hierher kommen, sondern ganz einfach, weil sie hier das Schlaraffenland erwarten. Ja, so. Und ich erinnere mich noch an die Flugsituation 2018, 2019, als es schon mal losging mit der Flüchtlingskrise. Wir sind ja richtig regelrecht hertransportiert worden. Der große Vorturner kommt gerade. Stimmt, aber leider nur durch den Hintereingang. Wer den Bundeskanzler in Cottbus erleben und befragen durfte, wurde per Los entschieden. Auf Augenhöhe heißt das Format. Und neben Krieg und Frieden geht es auch schnell um das Thema Migration. Es geht um die Situation der Geflüchteten. Wir stoßen an Grenzen und da ist auch nicht mehr zu spaßen. Wenn wir den Bürger nicht mitnehmen, dann wird er aggressiv. Nach dem Applaus gibt der Kanzler das von sich, was er am besten kann. Große, aber relativ leere Worte, die irgendwie nach Tatendrang klingen. Das Wichtigste, was wir hinkriegen müssen, und das hat meine Regierung sich vorgenommen, ganz anders als in der Vergangenheit, endlich zu machen. Wir wollen mit den Hauptherkunftsländern von Asylbewerbern Abkommen schließen. Bei der Gelegenheit regeln wir auch, dass sie diejenigen ihrer Bürgerinnen und Bürger, die wir zurückschicken, auch nehmen. Leicht gesagt, aber schwer getan. Denn zur Wahrheit gehört auch, im letzten Jahr wurden nur etwa ein Drittel aller abgelehnten Asylbewerber tatsächlich in ihre Heimatländer abgeschoben. Einsiedel, ein Stadtteil von Chemnitz. Als bekannt wird, dass hier 48 afghanische Flüchtlinge untergebracht werden, taucht in den Briefkästen vieler Einwohner plötzlich eine bunte Informationsbroschüre auf. Absender des Flyers ist angeblich die Stadt Chemnitz. Doch der Inhalt hat es in sich. Hier steht zum Beispiel, Ziel dieser Initiative ist es, die überalternde Bevölkerung europäischer Nationen sukzessive durch Migranten zu ersetzen.
Niemand hat dieses Ziel. Niemand hat diese Absicht, irgend sowas zu machen. Und das ist einfach eine Falschaussage. Ebenso, dass die Leute nicht mehr abgeschoben werden sollen. Auch das ist falsch. Auch das stimmt nicht. Das sind einfach Falschaussagen, mit denen Stimmung gemacht wird und sind schön verpackt in Textbausteinen, die auch im rechtsextremen Spektrum zutage treten. Was auf den ersten Blick nach einem offiziellen Faltblatt der Stadt aussieht, ist auf den zweiten gespickt mit fremdenfeindlichen Klischees. Bootsflüchtlinge, Kopftuchmädchen mit Handy, Döner. Ein Layout vom rechten Rand. Da hat jemand mit krimineller Energie sich zu schaffen gemacht an einer Sache. Das ist natürlich miserabel, das ist für den gesellschaftlichen Zusammenhalt miserabel, das ist für eine Demokratie grenzwertig. Die Demokratie muss extreme Meinungen aushalten, das ist auch eine Stärke der Demokratie. Aber in solchen Bereichen kriegt man dann schon Zweifel, warum sowas möglich ist und wie sowas möglich ist. Der Stein des Anstoßes ist dieses ehemalige Pionierlager, heute bewohnt von ehemaligen afghanischen Ortskräften der Bundeswehr. Gegen sie richtet sich der Protest, der sich mittwochs in Einsiedel entlädt. Gekommen sind heute rund 100 Menschen, vielleicht auch motiviert durch den Fake-Flyer. Moin, ich hatte hier irgendwie so Flyer gesehen. Sind das so die Ängste der Menschen hier? Eigentlich noch zu wenig Angst, sonst wären jetzt viel mehr. Da müssten jetzt mindestens 1000 sein. 2015 waren wir 300. Die müssen erst wirklich dran glauben, dass ihre Töchter vergewaltigt werden und dass sie dann vielleicht eher wachen wie mehr. Keine Einzelfälle steht auf ihrem Banner. Dahinter steckt die Idee, dass kriminelle Flüchtlinge Teil eines größeren Systems sind. Wenn wir jetzt einen Krieg haben, wer nimmt uns auf? Kann ich nicht sagen. Da sind die Kamera. Kann ich nicht sagen, uns nimmt keiner auf. Mein Enkel, noch 6 Jahre alt, die Schule, in die der gehen wollte, die wird nicht gebaut, weil das Geld plötzlich nicht mehr da ist. Aber in der Schule, die bei ihm in der Nähe liegt, da kann er nicht gehen, weil dort die Ukrainer sind. Da fährt jeden Früh eine Dreiviertelstunde mit dem Bus ans andere Ende der Stadt. Es sind unterschiedliche Sorgen, die die Menschen auf die Straße treiben. Doch leider ist das Feindbild immer dasselbe. Die Flüchtlinge. Das bringt Unruhe um das Volk. Das ist ein ganz anderes Klima, was hier reingeführt wird nach Deutschland. In Maßen, alles in Maßen, aber nicht in Massen. In Massen hat noch nie was gebracht. Warum demonstrieren Sie hier heute? An diesem Punkt wird nur noch mit Lärm geantwortet. Unter der Flagge der Freien Sachsen geht es bis vors Rathaus. Dort wird Mann und später auch Frau deutlich. Wir stehen heute hier in Einsiedel gegen den Bevölkerungsaustausch. So, ich habe heute erst wieder gelesen einen Artikel, dass Menschen ohne Migrationshintergrund in deutschen Städten zur Minderheit werden. Schon dagegen stehen wir heute hier in Einsiedel auf der Straße. Wegen einer drohenden Umsiedlung? Entschuldigung, eine Frage. Was ist mit der Umsiedlung gemeint? Bitte? Na dann, gute Nacht, Deutschland.